Liebe Schüler und Freunde der Dudelsackschule, willkommen zu unserem neuen Video. Heute möchten wir euch zeigen, wie man die Gillybrokes, also die Schuhe des Dudelsackspielers oder des schottischen Trommlers, richtig putzt und pflegt. Ja, da gehören ein paar Kniffe dazu, dass man auch die ganzen Verschmutzungen wegbekommt und dass man auch weiß, wie man das Leder richtig pflegt und dass es am Ende auch schön glänzt. Und dazu sind wir auch wieder hier im Shop unseres Vertrauens bei Kills & More, dem Laden für Dudelsack und Trommelzubehör. Und Donald McPhee, der Inhaber, der zeigt uns heute, wie das Ganze funktioniert. Und wir filmen ihn dabei. Und er zeigt uns eben, wie man die Schuhe richtig putzt und pflegt. Und dabei wünschen wir euch jetzt viel Spaß und ja, dass ihr viel lernt und wisst, wie ihr dann mit sauberen Schuhen zum nächsten Auftritt gehen könnt. Viel Spaß! Schön, dass du heute Zeit für uns hast und du möchtest uns ja heute zeigen, wie man die Schuhe richtig putzt und pflegt. Und ja, erklär uns noch mal ein bisschen was dazu dann. Hallo Andreas und willkommen wieder bei uns im Laden. Es geht um den Thema Schuhpflege. Also wichtig ist einfach, wenn man seine Gillybrokes bekommt, sind sie schön sauber, neu und die sollten eigentlich auch immer schön sauber sein, wenn man gerade unterwegs ist. Also für mich ist es eine sehr empfindliche Thema, weil ich da schon ein bisschen empfindlich reagiere, wenn ich sehe, wie Leute schön bekleidet sind in ihrer Uniform und stehen dann mit dreckigen Schuhen da. Also das kann ich gar nicht haben und von daher bin ich selber da schon sehr ja, empfindlich und schaue und versuche Leute beizubringen, dass sie ihre Schuhe sauber machen sollen. Also man muss sich vorstellen, man ist ja unterwegs gerade als Piper oder als Drummer, vor allem als Piper, man Solo-Piper, spielt man irgendwo und eins ist sicher, man wird wirklich von Kopf bis Fuß genau angeschaut. Also die Leute schauen euch an und wenn man da steht mit dreckigen Schuhen, kommt das einfach nicht gut. Wie mache ich meine Schuhe sauber? Das zeige ich euch. Und vorweg wollte ich einfach mal so ein paar Utensilien mal zeigen, bevor wir rausgehen. Wichtig ist einfach, die Schuhen sollten immer nach dem Tragen mit so Schuhspanner bestückt werden. Ja? Weil wenn man jetzt so eine Gillybrook anschaut, die wird über die Zeit dann immer nach oben sich drehen. Und dann kriegt man, ich zeige es einfach mal an so einem Beispiel. Das ist so eine schöne klassische Schuh, die meint man vielleicht geputzt zu haben, aber ich zeige euch, wie man sie dann halt richtig sauber kriegt. Man sieht diese Rillen hier, das ist ein bisschen älter, diese Schuhe, aber wenn man jetzt ohne Schuhspanner arbeitet, dann werden die immer mehr drehen. Ne? Also holt euch sowas, das haben wir nicht im Sortiment, aber solche Schuhspanner ist wirklich zu empfehlen und immer nach dem Anziehen reintun und dann vermeidet man diesen Rillen hier. Noch wichtig ist auch so eine Tasche zu haben, die haben wir im Sortiment, immer nach dem Tragen die dreckige Schuhe wegtun und vielleicht nicht aufbewahren unbedingt, aber für den Transport. Es gibt so ein paar Ersatzteile, falls die Schnürbändel veraltet sind, kann man sie austauschen und auch diese Tassels nennt man die, gibt es auch als Ersatz. Wir haben etwas Schuhreinigungsmittel im Sortiment, aber ich werde euch einfach mal so ein paar andere Tipps geben, wie ich meine Schuhe mache. Und dazu gehen wir aber raus, weil sowas reinigen mit Schuhcreme sollte man nicht im Haus machen. Das wird ganz schön dreckig. Deswegen gehen wir gleich draußen bei mir im Garten und machen zwei, drei Paar Schuhe sauber. Hallo Andreas und willkommen bei mir im Garten. Jetzt geht es um das Saubermachen von den Schuhen. Nicht jeder hat die Möglichkeit, vielleicht im Garten sauber zu machen. Vielleicht muss man es doch irgendwo im Haus, im Flur oder sowas. Dann würde ich auf jeden Fall als allererstes Zeitung empfehlen, falls man hier nicht im Freien das Ganze machen kann. Zeitung auslegen und weil man produziert dann doch einiges. Wenn man richtig bürstet, dann kommt Dreck raus.
Dann kann man das als Unterlage nehmen und da bleibt dann halt alles sauber. Kann man natürlich auch ein bisschen weiter ausbreiten. Die Zeitung von heute übrigens. Okay, ich habe meine Schuhe hier in meiner Gilli-Tasche. Habe ich eine Weile nicht mehr sauber gemacht. Bei mir geht es schnell, weil ich weiß, meine Schuhe sind sauber. Wenn man sie regelmäßig sauber macht, muss man nicht mehr so viel arbeiten dran. Ich habe zwei Beispiele hier. Eine richtige Kracher, wenn man hier jetzt die anschaut. Die sehen ja richtig toll aus und ich hoffe sehr, dass ihr nicht mit solchen Schuhen durch die Gegend läuft. Wenn ja, dann solltet ihr euch schämen. Ich zeige euch, wie man das Ganze besser machen kann. Als allererstes, wenn man die Schuhe, oder wichtig ist auch zu sagen, die Schuhe bestehen natürlich aus Leder und der Leder muss gepflegt werden. Wenn es gepflegt ist, dann hat es auch gewisse Vorteile für das Leder, es hält länger und vor allen Dingen, es bleibt auch wasserabweisend bzw. fast wasserdicht. Wenn die ungepflegt sind, keine Schuhcreme drauf, dann werden sie schnell nass. Wenn man die Gelegenheit hat, in richtigen, dreckigen Gelände zu spielen oder unterwegs zu sein, kann man auch erstmal oder soll man erstmal die Schuhe mit Wasser bearbeiten. Ihr braucht da keine Angst haben. Also einfach ein Eimer, ein Schwamm und dann kann man ruhig, ich mache es jetzt nicht mit den Schuhen, aber man kann ruhig, ich mache es doch, hier das ganze Dreck mit Wasser richtig abputzen. Man macht nichts kaputt. Die waren nicht so dreckig und dann lässt man die trocknen, bevor man dann rangeht. Also das Hauptdreck, aber wirklich nur, wenn Schlamm ist, richtig dreckig, ruhig mit Wasser arbeiten und trocknen lassen und dann geht es dann zum nächsten Schritt. Ich habe jetzt, wie gesagt, wir haben ein paar Utensilien im Laden. Klassische Einsteiger-Set, also wie gesagt, zwei Bürsten, Schuhcreme und so ein Hochglanztuch. Das hier ist meine Schuhputzkiste, da habe ich alles drin, was ich so brauche. Die Kiste nutze ich zum Draufsitzen, wenn ich irgendwo keine Sitzgelegenheit habe, so wie hier. Und ich arbeite mit etwas anderen Bürsten. Also wenn jemand ein bisschen mehr in die Materie dann ansteigt, kann man dann vom Schuhmacher oder was weiß ich, ein bisschen, wie sagt man, professionelleren Bürsten nehmen. Aber es ist wirklich nicht notwendig. Ja. Wichtig ist aber, egal ob diese Bürsten oder diese Bürsten, ist, dass man zwei Bürsten hat. Einmal eine Hochglanzbürste und eine Schuhaufcreme-Bürste. Und das ist ganz wichtig, niemals diese Hochglanzbürste mit Schuhcreme bestücken. Und ich zeige einfach mal, wie man diese Bürste am besten sauber hält. Also die Schuhcreme-Auftragbürste ist nicht nur zum Auftragen da, sondern wirklich auch zum Putzen. Na, und dann putzt man so weit, bis kaum was auf der Bürste dann übrig geblieben ist. Und das zeige ich jetzt einfach mal. Wie gesagt, ich habe hier so zwei super Beispiele und ich werde die nehmen. Ich habe euch vorhin im Laden dann diese Schuhspanner gezeigt. Und die nehme ich auch gerne, wenn ich dann auch putze. Die Schuhe hier haben wir aus dem Fundus. Keine Ahnung, wo sie herkommen, aber das ist so richtig klassisch. Die sind richtig, richtig dreckig. Ne? Achso, ja, eins vorweg. Was ich immer wieder sehe, ist, dass Leute, die keine Schuhcreme haben, und ich glaube, das sind schon einige von euch, die putzen ihr Schuh so, gehen mit einem Tuch drüber. Ne? Man sieht das hier wunderschön und vielleicht haben sie dann auch noch zu Hause ein Hochglanztuch. Ah, guck mal, wie das glänzt. Ist das nicht schön? So, und da sind die Schuhe sauber, meinen die Leute. Aber wenn man da jetzt genauer hinschaut, sieht man die Feinheiten. Diese Löcher sind alle hell. Die haben wahrscheinlich noch nie Schuhcreme gesehen. Auch die Ränder von den Leder an den Ecken hier und hier vor allen Dingen die Rillen. Alles dreckig.
Und das geht nicht von alleine weg. Und das geht auch nicht mit dem Tuch weg. Es geht auch nicht mit Druckglanz weg, so wie hier. Sondern da muss man wirklich mit Schuhcreme dann halt rangehen. Da haben wir so einen Klassiker, wenn man hier in der Rille schaut, ist richtig, richtig viel Dreck. Also die liegen schon seit einigen Jahren rum. Und als erstes würde ich jetzt Schuhcreme nehmen. Und mit meiner Auftragbürste 2, 3 und ruhig, gerade bei diesen Schuhen, viel Schuhcreme drauf und richtig schön reingehen. Ruhig, wie gesagt, schon genügend Schuhcreme drauf. Kann sein, dass man die Hände jetzt schmutzig macht. Ich will nur mal die Hälfte von den Schuh machen hier, um euch zu zeigen. Wenn man jetzt hier gerade in der Ecke reinkommt, dann kommt man ganz schwer mit der Bürste rein, sieht man das. Dann würde ich empfehlen, eine alte Zahnbürste zu nehmen und hier mit der Bürste schön in die Rillen reingehen. Wie gesagt, schön viel Creme, gerade mit so einem dreckigen Schuh. Guckt, dass man in diese Löcher reinkommt. Man kann auch ab und zu mal, wenn man hier ein bisschen dreckig an der Seite ist, kann man da ruhig unten an der Untersohle gehen. Man muss nicht die komplette Sohle, aber so an den Rand. Machen wir mal hier mit der Bürste, guckt, dass ich hier richtig Rille. Die muss ich wirklich nur nutzen, wenn sie extrem dreckig sind, so wie diese Schuhe hier. Ne? Sonst kommt man mit der Bürste oder hier gerade in diese Rille hier innen drin, da kommt man mit der normalen Bürste etwas schwerer hin. So, jetzt habe ich genug Schuhcreme drauf. Und jetzt lege ich das hin und werde dann die zweite Schuh arbeiten. Mit viel Schuhcreme. Zu extrem viel, aber in diesem Fall machen wir schon einiges. Mache ich den zweiten Schuh und das lasse ich erstmal liegen. Und das trocknet ein bisschen ab. Und derzeit mache ich den anderen Schuh. Und dann komme ich zurück, immer noch mit meiner Schuhcreme-Auftragbürste. Und dann fange ich an zu putzen. Und ich putze so lang, bis der Schuhcreme eingearbeitet ist. Nicht gleich die Reinigungsbürste nehmen oder die Glanzbürste, weil der wird nur voll mit Schuhcreme, logischerweise. Also einfach mal weiter putzen und das arbeitet sich schön in den Leder rein. Das mache ich ein paar Minuten. Meine Hand hoch. So, und dann sieht man jetzt so langsam, wie das Ganze anfängt zu glänzen. Immer noch die gleiche Bürste. Der Schuhcreme-Auftragbürste. Ne? Und somit wird die Bürste nicht voll mit Schuhcreme und die Schuhe bekommen richtig schön viel Creme und Schutz, Lederschutz eingearbeitet. Und erst jetzt, wenn man zufrieden ist und denkt, okay, es geht jetzt mit meiner Auftragbürste nicht mehr weiter, erst dann nimmt man den Schuhglanzbürste. Wie gesagt, niemals mit Schuhcreme hier drauf gehen. Und da sieht man gleich, wie der Schuh glänzt. Das macht den letzten Schliff. Sieht das nicht toll aus? Und so putzt man die Schuhe mit Bürsten. Das würde auch reichen in der Regel, aber man kann da jetzt noch ein bisschen Hochglanz, ein gewisses Etwas. Das dauert nicht lang, kostet nicht viel und es gibt so das
gewisse etwas, das i-Tüpfelchen. Ich mache das bei mir einfach an der vordere und der hintere Heel-Bereich. Mache ich dann hier eine schöne Hochglanz. Man kann natürlich die ganze Schuhe damit machen, dass er einfach so ein bisschen das gewisse i-Tüpfelchen gibt. Und wenn ich jetzt die beiden Schuhe vergleiche, so sehen die beiden Schuhe nach. Wie lange war das? 2-3 Minuten. Ne? Nicht wesentlich länger. Natürlich, oder vielleicht ein bisschen länger, weil das extrem dreckig war. Wenn meine Schuhe jetzt immer so dreckig sind, wirklich nach jedem Auftritt, gehe ich mal schnell rüber, ein bisschen Schuhcreme, ein bisschen bürsten, dann dauert das wirklich nur 2 Minuten. Und das ist natürlich das i-Tüpfelchen bei den Uniformen, weil, wie vorhin gesagt, gerade als Piper unterwegs, dann schauen die Leute euch wirklich von Kopf bis Fuß an. Und wie sieht das aus, wenn man dann hier mit so einem Schuh steht? Da denken die Leute, der nimmt wirklich seine Uniform ernst. Zum Schluss, wie gesagt, unbedingt Schuhspanner rein. Ach so, ja, diese auftragen. Das würde ich jetzt nicht direkt nach dem Putzen machen, das mache ich, bevor ich dann zum Auftritt gehe. Ne? Also entweder putze ich die Schuhe dann halt abends vorher, dann lasse ich sie und dann, bevor ich auf den Auftritt gehe, mache ich dann schnell das da. Ja, so viel zum Schuheputzen. Gebt euch Mühe, das lohnt sich. Glaubt mir, die Leute finden das toll. Die sehen einfach, dass man seine Uniform schätzt. Und trage eure Uniform mit Stolz und bitteschön mit sauberen Schuhen.